Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Dank euch sind die Königlichen endlich auf Hochinsel angekommen. Auch wenn der Orden der Emporstrebenden seinen Preis verloren hat, bleibt er dennoch eine Bedrohung. Sobald der emporstrebende Fürst und sein Magus erfahren, dass die Allianzanführer hier sind, werden sie vor nichts zurückschrecken, um an sie heranzukommen. Wie schützen wir die Allianzführer bis zu den Friedensverhandlungen? Fürst Bakaro und ich haben einen sicheren Ort. Dort wird ihnen nichts zustoßen. Bisher haben wir uns verteidigt und nur auf Vorkommnisse geantwortet. Nun kommt die Zeit, den Kampf zum Orden der Emporstrebenden zu tragen. Und mein Plan beginnt mit diesem Treffen, von dem ihr auf Aminos hörtet. Genau, der emporstrebende Fürst sagte dem Magus, er soll den Orden auf Hochinsel versammeln. Und ich glaube, ich weiß, wie wir herausfinden können, wo genau diese Versammlung stattfinden wird. Während ihr fort wart, erhielt ich Berichte über Umtriebe des Ordens der Emporstrebenden in der Nebelschlundhöhle. Ich schlage vor, wir gehen dem nach. Und wenn uns das Glück hold ist, schnappen wir uns einen Fürsten und einen Magus. Ich helfe euch, die Nebelschlundhöhle zu untersuchen. Die Nebelschlundhöhle liegt an der Nordküste von Hochinsel. Es ist ein beliebtes Versteck für Gesetzlose und Piraten. Ich treffe euch dort. Ich muss noch einmal mit Jakan einige Details durchsprechen. Er hört meistens nicht wirklich aufmerksam zu, wisst ihr. Die Allianzführer sind hier im Alraunenherrenhaus nicht sicher? Nicht so sicher, wie sie sein könnten. Fürst Bakaro, Valacia und ich haben mit der Magiergilde vereinbart, dass sie den Standort der Konferenz auf dem Eiland aller Flaggen mit mächtigen Schutzzaubern versehen. Ich werde ruhiger schlafen, wenn die Delegierten hinter diesen Schutzzaubern sind. Dann werden die Friedensverhandlungen fortgesetzt? Das hoffen wir, wo die Allianzanführer nun hier und unversehrt sind. Sie brauchen nur ein wenig Zeit, um sich von ihren Strapazen zu erholen. Und wir müssen sicherstellen, dass der Orden der Emporstrebenden keine Bedrohung mehr darstellt. Seid ihr euch sicher, dass die Höhle wirklich persönlich untersuchen wollt? Seid ihr in Sorge um mich? Oh, Schnickschnack. Ich habe mich schon um Briganten, Trolle und Bedrohungen für das Reich gekümmert, bevor Ransea seinen vom Glück verlassenen Krieg anzettelte. Es gibt nichts auf diesem Archipel, mit dem ich nicht fertig würde. Doch habt Dank für eure Besorgnis, Teure. Helft meinem Gedächtnis auf die Sprünge. Was geschieht noch gleich auf Hochinsel? Och. Ich kenne das Gefühl. Ohne meine Notizbücher würde ich auch alles durcheinander bringen. Der Orden der Emporstrebenden will die Anführer der drei Allianzen ermorden. Er hat einen Sturm entsandt, um die Schiffe zu versenken, die die Anführer zu einer Friedenskonferenz hierher bringen sollten. Genau. Die Allianzanführer überlebten und ich rettete sie von Aminos. Das stimmt, meine Teure. Und während ihr Prinz Irnsgar rettetet, habt ihr auch belauscht, wie der emporstrebende Fürst dem Magus auftrug, den Orden zu einem Treffen nach Hochinsel zu rufen. Wir werden dem weiter nachgehen und herausfinden, wo dieses Treffen genau stattfinden soll. Warum müssen wir abwarten? Das Dominion kann den Orden der Emporstrebenden mit einem Streich zermalmen. Ich dulde nicht, dass das Dominion Krieger an bretonischen Ufern anlandet. Das Dolchsturzbündnis wird sich um diese Sache kümmern. Ruft eure Flotten und ich gehe. Der Ebenherzpakt wird nicht verhandeln, wenn man mit Angriffen droht. Geduld bitte. Das ist eine sehr heikle Lage. Lasst uns das übernehmen. Nun geht mit Jakan. Er wird euch an einen sicheren Ort bringen. Na, die sind ja alle sehr begeistert davon. Ich merke es schon. Dann werfen wir noch mal ganz schnell einen Blick hier rein, Captain. Kalins Logbuch könnt ihr gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Wir machen das wie immer natürlich nicht. Und hier liegt auch noch was auf dem Tisch. Ermittlerin Vala, das Scherbengefolge Teil 1. Haben wir das nicht schon mal irgendwo gesehen? Aber es ist auf jeden Fall noch am Leuchten. Wie immer einfach kurz Pause drücken, wenn ihr es lesen wollt. Und ja, ich denke mal, das ist aber ganz interessant. Man sollte vielleicht mal so ein Buch rausbringen. Mit der Ermittlerin selber. So, trefft Fürstin Arabelle an der Nebelschlundhöhle. Da schauen wir doch mal eben, wo die ist. Hier oben ganz klein. Okay, gut. Dann werde ich da jetzt eben hinreisen und dann sehen wir uns gleich dort wieder. Ja! So, wir sollten gleich da sein.
mal schauen. Rechts liegt der Eingang, wenn ich das richtig sehe. Sollte zumindest der Eingang liegen. Höher. Ja, aber von höher kamen wir gerade. Vielleicht auf einer Zwischenebene oder so? Ach nein, wir müssen nur... Okay. Habt ihr gespürt, wie der Boden bebte? Oha. Blickt auf Iphelon in der Ferne. Ich habe den Feuersangberg noch nie so unruhig gesehen. Mir gefällt gar nicht, wie dieser Vulkan aussieht. Als ob wir nicht schon genug Ärger hätten. Könnte dies etwas damit zu tun haben, was Valessea und ihr beim Druidenzirkel entdeckt habt? Könnte der emporstrebende Magus wirklich eine derartig große Wirkung auf den Vulkan haben? Wir wissen, dass der Boden bebte, als er seinen Zauber im Kastell Navire wirkte. Das stimmt. Der Boden bebte, als er einen Sturm um das Kastell heraufbeschwor. Und die Vulkanschlote wurden aktiv, nachdem er jenen Sturm heraufbeschworen hatte, der die Allianzschiffe verunglücken ließ. Doch diesmal gab es keinen Sturm. Was können wir bezüglich des Vulkans tun? Nicht das Geringste, Teure. Doch der Feuersangberg ist seit Jahrhunderten nicht ausgebrochen. Die Druiden wachen über seinen Schlummer. Hoffen wir, sie halten ihn ruhig, bis wir verhindern können, dass der Magus ihm weitere Macht entzieht. In der Zwischenzeit sollten wir uns in der Nebelschlundhöhle umsehen. Gehen wir. Wonach suchen wir? Nach irgendwas, was auf das kommende Treffen des Ordens verweist. Wenn der emporstrebende Magus Ladungen verschickt hat, sollte jemand hier davon wissen. Und haltet die Augen nach allem offen, was wichtig sein könnte. Man weiß nie, welcher Hinweis ein Rätsel lösen kann. Erzählt mir mehr über Iphelon und den Feuersangberg. Der Feuersangberg ist ein Vulkan, der sich über die Insel Iphelon erhebt. Man kann ihn in der Ferne sehen. Er ist stets ruhelos, sodass sich Schlote und heiße Quellen über den gesamten Archipel erstrecken. Beim anfänglichen Rumpeln hatte ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ihr hattet erwähnt, dass die Druiden etwas mit dem Vulkan zu tun haben? Die Steinlehre-Druiden kümmern sich um die Schlote hier auf Hochinsel. Doch der Feuersangzirkel kontrolliert Iphelon. Außenseiter sind dort nicht willkommen. Und ich habe noch nie einen ihrer Druiden gesehen. Man sagt, der Feuersang arbeite daran, den Vulkan ruhig zu halten. Geht hinein. Ich bin dicht hinter euch. Ja. Und ich bin eben sowieso in die falsche Richtung gelaufen, weil ich natürlich von ihr die Markierung hatte. Oh, was sehen meine müden Augen denn da? Da müssen wir aber nochmal kurz hin. Und uns die Himmelsscherbe einsacken. Hier ist übrigens auch irgendwo, ich denke mal, das Bötchen, so wie das hier auf der Karte aussieht, der Eingang zu einem Haus, den ich auf dem privaten Account habe. Nämlich, bevor ich es falsch sage, dem Nebelbruchleuchtturm. Richtig, richtig schönes Haus. Kann ich nur empfehlen. Und das Haus ist im Stil, ja, ich sag mal, von den Druiden gehalten. Das finde ich immer besonders toll. Vulkesh, seid vorsichtig. Sie werden von vulkanischer Aktivität angelockt. So, ich dachte, wir müssen hier was machen. Wir müssen da gar nichts machen. Gute Ritter des Ordens der Emporstrebenden? Sie müssen den Lava-Kreaturen zum Opfer gefallen sein. Okay, Postsymbole. ich habe keine Ahnung, was die Karte bedeutet. Eine Karte von Castel Navire? Der Orden hat dort schon angegriffen. Doch diese Karte zeigt einen Fluss, wo es keinen geben sollte. Okay. Interessant. Ich hab's heute leider nicht so mit dem Sprechen, es tut mir leid. Diese Höhle ist voll mit Rittern des Ordens der Emporstrebenden und Vulkesh. Wir sollten vorsichtig sein. Weil ich hab's immer noch ziemlich an den Stimmbändern. Verbrannte Forschungsnotizen. Seit dem Fehlschlag mit dem beschworenen Sturm habe ich viel gelernt. Er ist unverkennbar, dass meine Magie immense Macht gewinnt, wenn ich die Energien dieser Vulkaninsel anzapfe. Aber jegliche Fehlberechnung lässt den Zauber völlig unkontrollierbar werden, mit möglicherweise katastrophalen Ergebnissen. Das haben unsere Freundin Iphelon mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht. Dennoch glaube ich, dass es
ich es jetzt im Griff habe. Diese letzte Erprobung war sogar noch beeindruckender, als ich erwartet hatte. Wenn ich über solche Macht verfüge, sind unsere Angriffspläne... Der Rest des Dokuments ist verbrannt und nicht zu entziffern. Der Magus muss hierher gekommen sein, um seine Experimente fortzusetzen. Er plant, diese Macht beim nächsten Angriff einzusetzen. Wir müssen das Ziel ermitteln. Alter, geht's noch? Rächt ihr einfach so aus dem Boden heraus? Wie viele denn noch? So. Wo ist der denn hin? Hier rum. So. Kommt doch her. Jetzt will keiner mehr, oder was? Funke, du machst das super. Kann ich in der Zeit lesen? Nein, sie rollt jetzt extra nach links, damit die anderen auch nach links gehen. Nee, der eine geht schon wieder. Okay, was ist das denn für eine Zeichnung hier? Bannerträgerin Genies Befehle. Bannerträgerin Genie, die drei Ziele gingen auf Amenos an Land, also könnt ihr die Suche nach den Stränden von Hochinsel einstellen. Beachtet, dass die drei Ziele gerettet wurden und sich wohl gerade auf dem Weg nach Hochinsel befinden. Ah, was Aktuelles. Während ich diese Zeilen hier schreibe. Das spielt keine Rolle. Der emporstrebende Fürst hat den Rat des Ordens einberufen. Kommt zur Halle unter den schlafenden Rittern, sobald ihr könnt. Bringt diesen Brief hier mit. Ihr werdet mein Siegel brauchen, um eintreten zu können. Der emporstrebende Magus. Das klingt doch danach, als würden wir jetzt dahin gehen. Eine Ladung vom Rat des Ordens der Emporstrebenden? Genau danach haben wir gesucht. Unterhalten wir uns. Gehen wir doch noch einmal durch, was wir gefunden haben. Erst war da eine Karte vom Castel Navire, die einen Fluss zeigte, den es nicht gibt. Zumindest nicht an der Oberfläche. Wenn sie einen unterirdischen Fluss darstellt, könnte das auf einen Geheimgang unter dem Kastell hinweisen. Es gibt auch teilweise zerstörte Notizen zu Experimenten mit vulkanischer Energie. Lasst mich das noch einmal sehen. Ja, der emporstrebende Magus meint, er könne den Vulkan anzapfen, um seinen Zaubern Macht zu verleihen. Beim nächsten Ziel, das sie angreifen, wird er mehr Kontrolle über sein Ritual haben. Wir haben auch eine Ladung gefunden, die Halle unter den schlafenden Rittern zu kommen. Unter den schlafenden Rittern? Was könnte das bedeuten? Statuen? Oder Leichen? Ich vermute, wir werden wieder nach Katakomben suchen. Ähnlich denen, die wir unter der Apain-Kapelle fanden. Doch dort habe ich keine schlafenden Ritter gesehen. Was glaubt ihr, was mit der Ritterin geschah, die diese Ladung erhielt? Ich vermute, die arme verstorbene Bannerträgerin Jenin erlag der Hitze und den Dämpfen in dieser Höhle. Oder den Vulkesch, die sich an den Lavabecken sammeln. Doch ihr Pech ist unser Glück. Wir haben, was wir brauchen, um weiterzumachen. Wisst ihr, was all das heißt? Natürlich. Es wird recht deutlich, wenn man alles zusammenfügt. Die Dufour bestatten seit Jahrhunderten ihre Toten in den Gewölben unter ihrem Kastell. Der Orden trifft sich also in den Navire verließen. Ich hole Jakan und treffe euch dann dort. Okay, ich habe noch keine Ahnung, wo das sein soll. Deswegen, hier, okay, Navire-Verliese sind hier. Dann mache ich mich jetzt mal auf zum Einsatzort sozusagen und sehe es gleich dort wieder. Ich hörte, die Tochter ist so verzweifelt, dass sie ihre Gemächer nicht mehr verlässt. Wie aufregend. Da müssen wir gar nicht hin, da müssen wir gar nicht hin, beziehungsweise mit dem müssen wir gar nicht sprechen. Teure, hier drüben. Sehr unauffällig. Ja, was? Die Skelette kriegen das nicht mit. Die stehen 2 Meter neben einen und hören das nicht. Jakan und ich haben den Eingang beobachtet. Es gehen auf jeden Fall Leute in die Verliese und kommen nicht wieder heraus. Sie scheinen dort unten eine große Feier zu veranstalten. Aber keine Spur vom emporstrebenden Magus. Er ist womöglich schon dort.
Wie wollt ihr vorgehen, Fürstin Arabelle? Natürlich, indem wir die Ladung verwenden, die wir in der Nebelschlundhöhle fanden. Nehmt Jakan mit und präsentiert die Notiz, falls jemand versucht, euch aufzuhalten. Sobald ihr drin seid, stellt ihr den emporstrebenden Magus und stört den Plan, den der Orden in Gang gesetzt hat. So einfach ist das, meine Teure. Wie werden wir mit den Fürsten und dem Magus der Emporstrebenden fertig? Oh, schaltet sie so gewaltsam wie möglich aus. Das versteht sich von selbst. Doch stellt euch nicht allein dem ganzen Orden. Gute Mitarbeiter sind schwer zu finden. Falls ihr die Identität des Fürsten oder des Magus aufdecken könnt, könnte das schon reichen, um sie zu besiegen. Ein Problem haben wir. Weder Jakan noch ich sehen wie Ritter des Ordens der Emporstrebenden aus. Wer sieht das schon unter der Rüstung und den Kapuzen? Ich habe zwei Gewandungen des Ordens der Emporstrebenden für euch beide zusammengestellt. Jetzt müsst ihr nur noch so tun, als würdet ihr dazugehören. Hier, probiert sie an. Achso, das kann ich so machen, ne? Warum wird mir das nicht angezeigt? Sowas gehört nach ganz oben. Oder muss ich doch E drücken? Oh, ernsthaft? Ich habe extra weggeguckt? Oh, sie passen perfekt. Nun geht dort hinein und findet heraus, was der emporstrebende Magus vorhat. Hättet ihr nicht etwas Schmeichelhafteres finden können? Ihr sollt euch unter die Leute mischen, Jakan. Ihr seht beide einschüchternd aus. Also sieht ja gar nicht schlecht aus, aber ja, wie Ritter sehen wir jetzt nicht aus. Aber na gut. Wo muss man denn jetzt genau hin? Ah, ich laufe mal nach. So, Jungs. Wir müssen uns dann wahrscheinlich erst beim Rausgehen rauskämpfen, hä? Fürstin Arabelle hatte recht, das sieht nach dem Ort aus. Wahrscheinlich hinter dieser Tür. Neue Rekruten müssen draußen warten. Der Magus wendet sich später an euch. Das ist ungerecht. Wir wollen am Haupttreffen teilnehmen. Moment, mit ihr können wir reden? Neuankömmling? Nun, ihr seid nicht die Einzige, die einen neuen Anfang auf Hochinsel wagen möchte. Wartet, bis ihr dran seid. Der emporstrebende Magus wird uns bald rufen. Was meint ihr, was der emporstrebende Magus plant? Das ist nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Der Orden der Emporstrebenden hat solchen wie euch und mir ein besseres Leben versprochen. Er hat uns bisher noch nie angelogen. Ich vertraue ihm. Die Adligen von Hochinsel haben Angst, ihre Anwesen zu verlassen. Und das sollten sie auch. Wieso? Was auch immer der Magus als nächstes plant, es wird etwas Großes sein. Nicht einmal alle Könige und Königinnen von Tamriel können uns jetzt noch aufhalten. Ihr werdet schon sehen. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, noch nie mit denen gesprochen vorher. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal melden würde, um für eine ritterliche Sache zu kämpfen. Doch wenn der Orden der emporstrebenden Großkönig Emmerich und seinen verrotteten Hof vom Hohen Ross stoßen kann, greife ich gern zu den Waffen. Warum verabscheut ihr Großkönig Emmerich so sehr? Mein Vater diente König Ranseer. Er diente seinem Fürsten treu und verteidigte Schornhelm mit aller Kraft. Dafür nannte ihn Großkönig Emmerich einen Rebellen, Briganten und Mörder. Dann erhängten sie ihn. Es wird Zeit für einen neuen König oder gar keinen König. Ja, gar keinen ist, achso, das ist Jakan, ist in vielerlei Fällen immer besser. Wobei zu der Zeit, weiß ich nicht. Der emporstrebende Magus ist hier. Ich hoffe, ich kann ihn treffen. Ich habe gehört, er hält genauso bewegende Ansprachen wie der emporstrebende Fürst. Man sagt, man kann keinem von beiden lauschen, ohne neuen Eifer für unsere Ziele zu entwickeln. Wisst ihr, wer unter diesen Helm steckt? Ob ich weiß, wer er ist? Ich hoffe doch nicht. Der Orden hat viele Feinde und die Anonymität unserer Anführer ist ein Schild gegen sie. Aber jeder weiß doch, dass man nicht... Ah, das ist ein Test, nicht wahr? Ich werde kein Geheimnis des Ordens offenbaren. Das kann ich euch versichern. Das ist schön. Weitermachen. Keinen Schritt weiter. Nur Vollmitglieder des Ordens dürfen an diesem Treffen teilnehmen.
Neue Rekruten müssen hier draußen warten, bis der Magus entscheidet, sich an sie zu wenden. Ich habe diese Ladung erhalten. Ich sollte bei diesem Treffen sein. Lass mich das sehen. Das ist das Siegel des emporstrebenden Magus, in der Tat. Sehr gut, ihr dürft hinein. Aber tretet leise ein. Ihr kommt recht spät und das Treffen hat bereits begonnen. Hey, wir waren zuerst hier. Das ist kein Marktrekruten. Zurück in die Schlange. So, mal schauen, beziehungsweise hören. Unsere Schiffe sind bereit, mein Fürst. Wir warten nur auf euren Befehl, das Eiland anzugreifen. Und ihr könnt die Druidenmagie kontrollieren. Es braucht große Macht, um die Verteidigung der Feste zu durchbrechen. Wir können uns kein Missgeschick leisten. Das kann ich, mein Fürst. Die Allianzanführer werden sich nicht verstecken können, sobald ich ihre Mauern einreiße. Dann geht. Beginnt den Angriff. Sie wissen, dass die Königlichen auf dem Eiland aller Flaggen sind und sie haben Schiffe, die zum Angriff bereit sind? Er darf nicht entkommen. Versucht die Tür rechts. Okay. Schon komisch, dass man nicht einfach, naja gut, nicht einfach runterspringen. Ist schon logisch irgendwo. Vorsicht. Ich glaube nicht, dass die Ladung, die ihr fandet, hier unten auch so gut funktioniert. Wir werden kämpfen müssen. Die Ladung? Meint er jetzt die Klamotten oder was? Ach nee, die Ladung. Ja, ja, die Einladung. Warum sagt er das nicht? Magische Fallen. Pass auf, wo ihr hintretet. Oh. Danke, dass du mir das im Nachhinein sagst. Beziehungsweise dem Moment, wo ich gerade am Durchlaufen bin. Ja, natürlich. Ich achte extra darauf, dass ich nicht da drauf laufe. Und was ist? Dann macht der mir direkt eine Falle vor die Füße. Könnt mich mal. Dabei sind die in Wahrheit gar nicht so stark. Zumindest nicht, wenn wir die machen. So. Dann kommt mal her, Jungs. Kann ich die untersuchen? Ihr habt alles im Griff, oder? An die Kapitäne der Flotte des Ordens der Emporstrebenden. Die letzte Phase unseres Plans wurde eingeläutet. Bringt eure Schiffe zum Naviereanleger und nehmt die euch zugewiesenen Ritter des Ordens an Bord. Wir kontrollieren die Anlegestelle. Ihr könnt also gefahrlos einladen. Sobald eure Schiffe kampfbereit sind, fahrt ihr in die Gewässer südlich von Hochinsel. Bleibt außer Sichtweite der Küste und wartet auf das Signal. Wenn sie rechtzeitig einsatztauglich sind, wird die Silberschwan mein Flaggschiff sein. Ansonsten wird meine Flagge über den Sturmvogel wehen. Der emporstrebende Magus. Fürstin Arabels Spürhunde. Dachtet ihr, ihr könntet hier unbemerkt herumschnüffeln? Ihr Bastard! Was habt ihr mit Fürstin Arabelle gemacht? Ihr seid wirklich auf lästige Weise beharrlich. Nun, meine törichten Widersacher. Auch der Orden der Emporstrebenden kann beharrlich sein. Habt ihr wirklich gedacht, ihr hättet uns besiegt, als ihr eure kostbaren Königlichen von Amenos geholt habt? Dabei habt ihr sie nur alle an einem Ort für mich zusammengetragen. Was hofft ihr zu erreichen, Magus? Möchte gern Kaiser, haben Tamriel nichts als Spannungen und Tumulte gebracht. Fürst Baccaro ist ein Narr, wenn er meint, man könne den Frieden mit sanften Worten erringen. Es wird Zeit, jene niederzuwerfen, die nach dem Rubinthron greifen und die Gerechtigkeit mit dem Schwert zu bringen. Wenn ihr die Allianzführer ermordet, was soll das für Frieden sorgen? Wie soll das für Frieden sorgen? Wir werden die Macht übernehmen und diesen elenden Krieg beenden. Stärke kann den Frieden erwirken, den Fürst Baccaro sich erhofft. Harte Entscheidungen sind zu fällen.
Doch eines Tages werden die Völker Tamriels uns danken. Eine Schande, dass ihr blind für diese einfache Wahrheit seid. Die Wahrheit verbirgt sich nicht unter einem Helm. Wer seid ihr? Ihr wisst es wirklich nicht. Ich schätze sogar die legendären Fähigkeiten von Fürstin Arabelle Davo waren dem emporstrebenden Fürsten und seiner brillanten Strategie nicht gewachsen. Aber kommt schon. Ihr habt als Ermittlerin gearbeitet. Ihr habt doch sicher etwas erfahren. Ratet einmal. Ich habe gar nichts erfahren. Ich habe, ich habe über mehrere Tage gespielt und die Hälfte schon wieder vergessen. Wie hieß denn die eine, die diese Nachforschung gemacht hat? Ich dachte, die hieß Monar. Aber wenn die Monar hieß, dann kann er das ja nicht sein. Irgendein Verwalter denke ich mir auch nicht. Ich denke mal, dass das wohl einer sein wird, der ja ein höheres Ansehen hat. Ich habe keine Ahnung. Also ich würde jetzt eigentlich den Grafen sagen. Aber da dieses Wort Monar mir irgendwie die ganze Zeit im Kopf hängt. Keine Ahnung. Sage ich jetzt einfach mal, ihr seid... Wie kommt John Monar? Nicht einmal ansatzweise. Ich bin Graf Damar Dufort. Wusstest du? Und es ist zu spät, mich aufzuhalten. Wenn nur Fürstin Arabelle hier wäre, um dies zu erleben. Ah, aber das ist sie ja. Meine Ritter fanden sie draußen. Sie erfährt nun Gerechtigkeit unten in den Verliesen. Wenn ihr euch beeilt... Könnt ihr sie vielleicht retten? Ich hab doch gerade noch gesagt. Also ich denke, dass es der Graf ist, weil er höherrangig ist. Und dann habe ich mir aber gedacht, naja, weil man ja immer E klickt, um weiterzukommen, dass das dann theoretisch die erste Antwort sein müsste. Ach. Was habt ihr mit Fürstin Arabelle gemacht? Entrichtet Fürstin Arabelle Grüße. Er ist weg, verdammt. Kommt schon, wir müssen Fürstin Arabelle finden. Das werden wir und wir werden keine Zeit verlieren. Aus dem Weg, ich habe keine Zeit, mich mit euch zu beschäftigen. Ja, es war mir klar, dass du sowas dahin machst. Nur acht von euch? Da hätte ich mit mehr gerechnet. Fürstin, ich rette euch. Nein, ich muss erst die Fürstin retten. Okay, die Fürstin rettet sich selber. Ihr, meine Teuren. Also, Jaka, ihr seht panisch aus. Was stimmt denn nicht? War da noch jemand? Nö. Moment, ich muss mal kurz... Immerhin hatte der 25 Gold. Das muss ich doch mitnehmen. Ich habe den emporstrebenden Magus getroffen, Teure. Er war hochnäsig, verdrießlich und auf jeden Fall ein Adliger. Doch sein Helm verstellte seine Stimme. Ich dachte, ich würde zurechtkommen, als er nur 4 Ritter zurückließ, um mich zu bewachen. Doch dann kamen 2 weitere dazu. Wenn ihr sie nicht weggelockt hättet... Wir haben ihn auch getroffen. Der emporstrebende Magus ist Graf Damar Dufort. Doch er ist entwischt. Damar Dufort. Etwas an dieser Stimme kam mir gleich bekannt vor, aber ich konnte es nicht ganz einordnen. Als er mich gefangen nahm, wurde ich ohne Zweifel zur idealen Ablenkung für euch. Entschuldigt das bitte, meine Teure. Doch ich danke euch, dass ihr mir zur Rettung geeilt seid. Der Orden der Emporstrebenden hat Kriegsschiffe versammelt, um das Eiland aller Flaggen anzugreifen. Dorthin, wo ich gerade die Delegierten geschickt habe? Verdammt! Nun gut. Wir sind in der Nähe des Navire-Anlegers. Wenn Graf Damar einen Angriff mit seiner Marine durchzuführen gedenkt, wird er die Silberschwan dabei haben wollen, sofern sie denn seetüchtig ist. Wenn wir uns beeilen, erwischen wir ihn vielleicht, ehe er an See sticht. Woher wusstet ihr das? Wir haben Befehle gefunden, in denen erwähnt wurde, dass er die Silberschwan oder den Sturmvogel nehmen würde. Ich bin sehr aufmerksam, meine Teure. Herzogin Elias neues Flaggschiff ist das größte je in der Dufort-Werft gebaute Schiff. Die Herzogin wollte sie heute inspizieren. Daher haben wir noch einen Grund mehr, uns zu beeilen. Wer weiß, was Graf Damar seiner Schwester antun wird.
treffen wir uns am Navire-Anleger gleich südlich des Kastells. Okay. Na, nimm das. So, wir müssen einmal hier rum. Und einmal hier rum. Leute, ich dachte, wir sind jetzt draußen. Wie weit noch? Ja, wir müssen erstmal hier raus. Und hier ist das Schloss. Moment, wo ist der Weg? Da. Da irgendwo liegt unser Ziel. So, wir müssen auf das Schiff drauf, ne? Das heißt... Ja, ist ja gut. Ich gebe zu, sie haben mich erschreckt. Aber wie komme ich jetzt da drauf? Ich muss mich hier doch mal kurz umsehen können. Wo kommst du denn her? Hallo. Ich bin hier aber irgendwo. Da kommt. Nee, da komme ich aber nicht rüber. Kann ich auch nicht machen. Muss hier rein, oder? Nee. Hä? Jetzt ist es hier unten? Och, Leute. Konntest du nicht früher kommen? Herr Walter, habt ihr Graf Damar oder Herzogin Elea gesehen? Graf Damar? Na, nein. Herzogin Elea aber besichtigt die Silberschwan. Sie will nicht gestört werden. Schönen Tag noch. Wir haben keine Zeit. Nein, ich glaube, ich habe mich völlig unmissverständlich ausgedrückt. Festländerin! Ich habe Graf Damar den ganzen Tag nicht gesehen und Herzogin Elea will keine Besucher empfangen. Geht, oder ich werde Dufour-Ritter rufen, die euch fortschaffen. Graf Damar ist ein Mitglied des Ordens der Emporstrebenden. Er hat vor, die Silberschwan an sich zu reißen. Lächerlich! Ihr verunglimpft Haus Dufour auf eigene Gefahr. Ich kann euch versichern, dass niemand außer Angestellten des Hauses Dufour die Erlaubnis hat, diesen Bereich zu betreten. Ihre Treue steht außer Frage. Hört zu. Herzogin Elea könnte in Gefahr schweben. Ich sehe keine abtrünnigen Ritter hier oder feindselige Schiffe vor unserer Küste. Genug von diesem Unsinn. Die einzige Bedrohung hier seid ihr. Die Herzogin plant, mit der Flut auszulaufen. Wenn ich einen von euch auf dem Anleger herumschleichen sehe, lasse ich ihn auspeitschen. Hinfort mit euch! Der Verwalter verbirgt auf jeden Fall etwas. Sucht nach einem Beiboot am Ende des Piers, um uns zur Schwan zu bringen. Moment. Also erstens, ich habe gerade eine Riesenmuschel gefunden. Da die ja recht selten sind, nehme ich die direkt mal mit. Und zweitens, was für ein Beiboot... Ja, aber das ist... Ja? Boah, Leute! Warum erschreckt ihr mich hier so? Wieso sind die jetzt schon wieder hier? Jetzt habe ich mich aber wirklich erschrocken. So. Noch ein fünftes Mal, oder? Also ein gefühlt fünftes Mal. Es war natürlich kein fünftes Mal. Wo ist dieses blöde Beiboot jetzt, Leute? Achso, hier geht's runter. Okay. Kommt hier auch nochmal irgendjemand reingeschossen? Oder kann ich hier halbwegs in Ruhe durchlaufen? Da ist die Silberschwan. In der Bucht verankert. Schnell, wenn sie die Segel hitten. Warum müssen die immer aus, als wären die so spät reden? Die Leiter hoch, Teure. Ich bin direkt hinter euch. Aha. So, so. Sei eure Einmischung. Für den Orden der Emporstrebenden! Ja.
Für den Orden der Emporstrebenden. Mhm. War mir schon klar, dass du dahinter steckst. So. Zu Hilfe bitte! Man hat mich in meiner Kajüte eingeschlossen. Die Herzogin, die Treppe hoch, meine Teure. Hallo, hinter dir. Mein Verwalter wendete sich gegen mich. Er wagte es, mich in meiner eigenen Kajüte einzusperren. Sprecht mit der Herzogin, Teure. Ich sehe mich um. Ich sehe mich auch noch mal kurz um, ja? Ja gut, die können wir auch noch mal kurz lesen. So, Herzogin. Oh, vielen Dank. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Mein Verwalter hat mich in meiner eigenen Kajüte eingeschlossen. Der hat Nerven. Ich dachte, er würde mich wirklich fortbringen, damit man mich nie wieder findet. Erzählt mir, was geschehen ist, Herzogin. Ich kam, um das neue Flaggschiff zu inspizieren. Als ich eintraf, führte mich Verwalter Hersian in meine Kajüte und versperrte die Tür. Er sagte, wir würden gleich in See stechen, dass ich sicher verwahrt werden würde, bis der Orden der Emporstrebenden sein Werk vollbracht hat. Ich habe keine Ahnung, wovon er redete. Graf Damar ist einer der Anführer des Ordens. Er nennt sich selbst der emporstrebende Magus. Wusstet ihr das? Blöde Frage. Mein Bruder ist der emporstrebende Magus? Ich versichere euch, dass ich keine Ahnung hatte. Ich habe nichts mit diesen abtrünnigen Rittern zu tun. Sie sind gefährliche Rebellen und Gesetzlose. Sie haben sogar meinen eigenen Verwalter überzeugt, mich zu entführen. Wisst ihr, wo Graf Damar jetzt ist? Tja, nein. Ich sah Damar vorhin. Doch als er erfuhr, dass die Schwan noch nicht in See stechen konnte, sagte er, er hätte andere Arrangements getroffen. Er sprach mit Verwalter Hersian, gab ihm einen Brief und brach auf. Halt. Der Verwalter hat in seiner Eile den Brief zurückgelassen. Da bin ich mir sicher. Durchsucht die Kajüte, Teure. Sucht diesen Brief. Okay. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Nein, sieht nicht so aus. Schade. Doch, da. Anordnung des emporstrebenden Magus. An alle Ritter des Ordens der Emporstrebenden. Der emporstrebende Fürst hat Kenntnis darüber erlangt, dass Fürstin Arabelle und ihre Genossen die Allianzanführer von Amenos gerettet haben. Sie schickte sie zum Eiland aller Flaggen. Daher müssen wir umgehend unseren Ausweichplan aktivieren. Die Silberschwan ist noch nicht vollständig seetauglich. Also erteile ich Hersian den Befehl über die Neredensang. Stoßt in der versteckten Bucht zu ihm. Hersian soll das Kommando übernehmen, das Schiff zum Eiland aller Flaggen segeln und sich ins Gefecht stürzen. Mir steht noch ein weiteres Schiff zur Verfügung. Auf der Silberschwan können wir Herzogin Elia verwahren, bis unser Werk beim Eiland aller Flaggen getan ist. Sorgt dafür, dass sie gut bewacht wird. Der emporstrebende Magus. Habt ihr Damars Brief gefunden? Mhm. Was schrieb er? Ich sehe, ihr habt den Brief gefunden. Spannt mich nicht auf die Folter, Teure. Sagt mir, was drin steht. Graf Damar trug dem Verwalter auf, ein anderes Schiff zu übernehmen und zum Eiland aller Flaggen in See zu stechen. Lasst mich sehen. Ein Ausweichplan, was? Der Orden der Emporstrebenden rechnete damit, dass die Allianzanführer bei dem Schiffsunglück ertrinken. Doch offenbar hatte er schon einen direkten Angriff auf das Eiland aller Flaggen vorbereitet, falls alles andere scheitern sollte. Und nun ist es genau dazu gekommen. Was machen wir jetzt? Wir müssen Fürst Baccaro vor dieser Gefahr warnen. Wenn wir den Rittern des Hauses Dufort nicht trauen können, brauchen wir alle Truppen, die Haus Volorus und die Liga der Standhaften bereitstellen können. Fürst Baccaro sollte mich im Alraunen-Herrenhaus aufsuchen. Ich treffe euch dort. Ich bin einfach außer mir. Mein Bruder und mein Verwalter. Verräter! Ich muss in mein Kastell zurückkehren und die Tore verbarrikadieren. Ja, das wäre eine gute Idee. Ja, und ich würde sagen, dass das jetzt auch so der perfekte Zeitpunkt ist, um nochmal einen kleinen Cut zu machen. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge im Castel Alclair, hieß es, glaube ich. Also in ihrem Castell auf jeden Fall. Wiedersehen werden. Und ja, schauen werden, wie die ganze Geschichte so weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.